Ukraine live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, und nach Ministerin Schrambeck, man könnte sagen, der politische Gegenpol, auch aus dem Westen Österreichs kommend, nicht aus Tirol, sondern aus Salzburg, Marlene Swacek, Salzburger Landesparteigeschäftsführerin, glaube ich, heißt das bei Ihnen? Landesparteiobfrau. Landesparteiobfrau und insofern immer eine wortgewaltige blaue Stimme, könnte man sagen, ja. In letzter Zeit ein bisschen weniger in der Bundespolitik aktiv, deshalb freut es mich, dass Sie wieder mal in Wien sind, um hier hoffentlich ordentlich loszulegen. Sie haben in Salzburg ja letzte Woche für einigen Wirbel gesorgt, Frau Swacek. Sie haben offenbar unter dem Motto Corona is over eine Art Landesparteivorstand oder was war das genau? Na, es war eine Landesparteileitung, die wir abgehalten haben. Also wir haben ja im letzten Jahr, es hat uns ja auch stark getroffen, de facto nicht die Möglichkeit gehabt, zusammenzukommen als Partei. Das brauchen wir genauso auch für die innerparteiliche Stimmung. Somit haben wir diese Landesparteileitung abgehalten. Und zwar nicht virtuell, sondern live. So ist es. Also mit, glaube ich, ungefähr 50 Teilnehmern. Genau, vor Ort und virtuell, weil wir gesagt haben, wir wollen auch andere daran teilhaben lassen, worum es da politisch geht. Es waren 50 Teilnehmer, alles Mitglieder der Landesparteileitung. Also alles legal und ja, offensichtlich haben die Grünen. Also erstmals nach längerer Zeit wieder eine wirklich reale politische Veranstaltung, die auch wirklich stattgefunden hat. Und daraufhin sind die Grünen in Saft gegangen, haben sie, glaube ich, angezeigt. So ist es. Also auch ganz offiziell angezeigt bei der Staatsanwaltschaft oder keine Ahnung, wo man das macht. Ja, sie haben eine Sachverhaltsdarstellung eingebracht bei der Bezirkshauptmannschaft, basierend auf Bildern, die sie gemacht haben von dieser Online-Veranstaltung und dann auf den Bildern auch netterweise eingezeichnet haben, wo Freiheitliche den 2-Meter-Abstand nicht eingehalten haben sollen. Also offensichtlich hat man da ein bisschen Zeit gehabt, sich damit zu beschäftigen. Und im Mittelpunkt des Ganzen standen Sie, weil Sie keine Maske getragen haben? Ja, wir wissen es ja noch gar nicht so genau, weil wir wissen ja noch gar nicht, was in der Sachverhaltsdarstellung drinnen steht. Das wurde uns auch noch nicht übermittelt. Aber offensichtlich stoßt man sich daran, eben, dass man gesehen hat, dass ab und zu der 2-Meter-Abstand nicht eingehalten wurde. Und ich gehe mal natürlich davon aus, dass ich auch das Ziel des Angriffs bin, weil ich auf der Bühne keine Maske getragen habe und dort eine Rede gehalten hat, die vielleicht inhaltlich dem einen oder anderen sauer aufgestoßen ist. Haben alle Teilnehmer keine Maske getragen oder nur Sie? Also es war so, dass beim Hineingehen alle Teilnehmer Maske getragen haben. Das ist bei 50 Freiheitlichen jetzt nicht selbstverständlich. Wir haben auch ein Testangebot, ein freiwilliges Angebot, und das haben die meisten auch angenommen. Und am Tisch, wo ja auch der ausreichende Abstand gegeben war, haben sie dann die Maske abgenommen. Also es gibt de facto nichts, was man irgendwo beanstanden könnte. Aber ich glaube, da geht es halt um was anderes. Also ein Scharmützel zwischen den Grünen und der Salzburger FPÖ um diese Maskengeschichte, wäre eigentlich gar kein wirkliches Thema, wenn da nicht in der FPÖ derzeit ein genereller Streit wäre, soll man Maske tragen oder nicht? Ihr Parteichef ist ja fürs Maske tragen, der Clubobmann Kickl nicht. Was ist denn Ihre Meinung? Soll man im Parlament, Sie waren dort ja auch eine Zeit lang tätig, soll man im Parlament Maske tragen oder nicht? Ich glaube, das sind zwar unterschiedliche Paar Schuhe, über die wir da jetzt reden. Das eine war eine Landesparteileitung, die andere Situation im Nationalrat war ja auch ein politisches Scharmützel de facto, weil nach einem Jahr, nachdem man im Parlamentsclub keine Maske getragen hat, die ÖVP jetzt plötzlich draufkommt, aber jetzt nach einem Jahr Pandemie, wo wir ja eigentlich schon bei der Abschwächung sind, jetzt soll man die Maske plötzlich aufsetzen. Also es war relativ offensichtlich, gerade in der Zeit auch, wo die lustigen Chatverläufe von Thomas Schmidt öffentlich geworden sind. Also für mich ist das absolut kein Thema, weil ich sage, da geht es um den Arbeitsplatz und da geht es darum, dass man den Freiheitlichen nicht vorschreiben kann, dass sie Maske tragen müssen. Und bei uns ist es ja auch nichts anderes. Im Landtag beispielsweise, bei uns kommt man mit dem Schmäh daher, na, wenn einer positiv ist, im gesamten Landtag müssen wir alle 2 Wochen in Quarantäne. Das können wir zum Beispiel nicht eingehen, weil wir halt genug Arbeit haben. Oder geht es jetzt nicht darum, dass die Freiheitlichen per se infektiös sind, so wie tragen man das irgendwo sie unterstellt, im Land, sondern im Landtag Maske oder nicht als FPÖ? Wir tragen bei uns im Salzburger Landtag Maske aufgrund der Drohung, dass wenn einer positiv ist und bei der ÖVP
ÖVP waren doch einige positiv, auch in letzter Zeit, dass wir dann alle 2 Wochen in Quarantäne gehen müssen. Das ist de facto eine Drohung, die uns da in den Raum gestellt wird. Und das können wir uns einfach schlicht alle nicht leisten, also, aufgrund der politischen Arbeit. Sie fügen sich der politischen Brutalität der ÖVP in der Maskenfrage? Nein, das definitiv nicht. Also der ÖVP habe ich mich noch nie gefügt. Und das werden Sie wahrscheinlich auch nicht erleben. Aber wie gesagt, da geht es uns um die politische Handlungsfähigkeit. Und ich kann mir das nicht leisten, jetzt 2 Wochen außer Gefecht gesetzt zu werden, wiewohl das natürlich der ÖVP gelegen käme. Ja. Sie sind ja ein bisschen auch eine Ombudsfrau in dieser Pandemie geworden für Frauen und Jugendliche. Das war immer Ihr großes Thema. Sie haben gesagt, also diese Pandemie hat vor allem 2 große Opfergruppen, das sind Frauen und Junge. Ja, ich kritisiere vor allem, dass man in dieser ganzen Pandemie immer nur auf Zahlen geschaut hat und vergessen hat, welche Kollateralschäden da eigentlich angerichtet worden sind. Also man hat die eine Gruppe, sage ich jetzt einmal, über Gebühr in den Vordergrund gestellt und andere Gruppen hat man völlig vergessen. Und da geht es halt um Jugendliche, da geht es um Frauen, da geht es um Familien. Was die in dem letzten Jahr geschultert haben, das interessiert in der Regierung offensichtlich niemanden. Es geht nur um Inzidenzzahlen und im Starren auf diese Zahlen hat man den Mensch an sich völlig aus den Augen verloren. Und ich glaube, ein Jahr nachdem der ganze Wahnsinn begonnen hat, ist es jetzt auch einmal an der Zeit, diese Menschen vor den Vorhang zu holen, weil die sind halt nicht ganz so laut, aber denen muss man halt auch eine Stimme geben. Was für Anliegen vertreten Sie für die Jungen? Was ist Ihnen da das, was Sie so wütend macht? Ich glaube, es ist jetzt höchst an der Zeit, nach einem Jahr, nachdem man die Jungen eingesperrt hat de facto, dass man wieder öffnet, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, wieder Sport auszuüben. Das kommt ja jetzt eh so schrittweise, aber es kommt halt viel zu spät. Sie müssen sich vorstellen, Sie waren auch einmal jung, bei mir ist noch nicht so lange her. Mit 16, 17, das ist ja gerade die Entwicklung, wo man die ersten Erfahrungen macht, wo man sich vielleicht das erste Mal verliebt, wo man fortgeht, wo man ganz wichtige Entwicklungsschritte fürs spätere soziale Leben macht. Und da gehen einem 2 Jahre ab. Und 2 Jahre sind jetzt vielleicht für mich nicht ganz so viel, aber für die Jungen ist das eine Zeit, die nie mehr wiederkommt. Man kriegt sie nie mehr wieder, logisch. Man kriegt sie nie mehr wieder und das kann man jetzt vielleicht belächeln und sagen, na, die können schon auch einmal daheim bleiben. Aber wir wissen alle, wie das ist, wenn man einen 16-Jährigen zu Hause einsperrt und die Möglichkeit nimmt, sich sozial auszutauschen. Das heißt, ja nicht um die soziale Distanzierung, sondern um die körperliche. Und die soziale ist aber irgendwo mitgenommen worden. Und jetzt zeigt sich halt auch an den überfüllten Jugend- und Kinderpsychiatrien, was man da angerichtet hat. Das heißt, Sie sind der Meinung, diese Regierung hat den Jungen 2 Jahre gestohlen? Ja, definitiv. Und nicht nur 2 Jahre. Sie hat ihnen einen Rucksack fürs Leben mitgegeben. Weil diese 2 Jahre, die muss man wieder nachholen. Und da geht es ja nicht um eine zeitliche Spanne, da geht es ja um Erfahrungen, Entwicklungen, die nicht wiederkommen oder die man nur mühsam nachholen kann. Und man, von der schulischen Geschichte braucht man gar nicht reden, was sich da abgespielt hat, was die jetzt überhaupt gelernt haben. Da müssen wir bei den 8-Jährigen schon beginnen, was sich da in Volksschulen abgespielt hat. Die sind de facto ein Jahr teilweise hinten, wenn sie nicht besonders engagierte Lehrer gehabt haben, was ja auch gegeben hat. Das heißt, Verlierer dieser Pandemie sind die Jungen in ihren Augen. Ja, nicht nur, aber definitiv auch. Also die hat man ja auch oft als Sündenböcke hingestellt. Man hat ja teilweise auch kleinen Kindern, da habe ich selbst Erfahrungsberichte bekommen und habe das auch in meinem Umfeld mitbekommen, dass man kleinen Kindern gesagt hat, also ihr seid schuld, wenn ihr Oma und Opa ansteckt und wenn die dann sterben müssen. Lauter so Geschichten. Ich meine, was macht denn das mit Kindern? Die können teilweise nicht mehr schlafen. Jeder hofft beim Test negativ zu sein. Weil was heißt das für ein 8-jähriges, 9-jähriges Kind, wenn es im Klassenverband plötzlich positiv getestet wird, ob falsch oder richtig positiv getestet und dann wird der mehr oder weniger in die Ecke gestellt und da jeder redet über den. Also das ist eine soziale Diese Ausgrenzung. Tests in den Schulen finden Sie falsch? Also ich finde grundsätzlich, dass das psychisch etwas macht mit den Kindern und ich verstehe nicht, warum, wenn die Kinder 3-mal in der Woche getestet werden, sie dann trotzdem mit der Maske herumrennen müssen, sie dann trotzdem am Nachmittag beispielsweise nicht miteinander Fußball spielen dürfen. Da fehlt mir die Logik und der Sinn und das ist ja das, warum man die Bevölkerung verliert, weil viele halt nicht mehr verstehen, was hinter diesen Maßnahmen stehen und die Logik nicht mehr erfassen, weil sie ja oftmals auch gar nicht gegeben ist. Sie haben ja da das eine oder andere Mal angeblich mitdemonstriert, richtig? Also ich war noch nie auf einer Demonstration. Sie waren nicht auf diesem Wiener Demos. Ich war in meinem ganzen Leben einmal auf einer Demonstration für Kindergartenpädagogen. Aber Sie haben sich diesen Wiener Demos nicht angeschlossen. Da war ich noch nie, nein. Aber grundsätzlich habe ich für jeden Verständnis, der da auf die Straße geht und das artikuliert. Weil es befindet sich ja jeder auch ein bisschen in einer Ohnmacht. Und auf die Straße zu gehen, da zeigt man ja irgendwie auch doch, dass man sich für etwas einsetzt oder auch gegen etwas sich stellt. Und diese Ohnmacht, die verspüre ich halt schon überall in der Bevölkerung.
Und Sie sehen sich ja da ein bisschen auch als Kämpferin für die Frauen, weil Sie sagen, letztendlich ist man mit den Frauen in dieser Pandemie am unfairsten umgegangen. Ja, nicht nur. Also ich würde da jetzt Frauen und Väter genauso mit einschließen. Und natürlich sind es Frauen, die in vielen Bereichen die Arbeit machen, beispielsweise als Pflegerinnen, natürlich auch zu Hause im Homeoffice die Kinder dann auch noch schulisch betreuen haben müssen. Also da hat man sehr viel auf die Familien abgewälzt. Und was man jetzt auch gesehen hat, wenn der Staat auslässt, dann müssen die Mütter und Väter halt wieder herhalten. Und da gibt es so absolut gar keine Wertschätzung für diese unbezahlte Arbeit zu Hause. Aber gesagt, wenn der Staat auslässt und der Bundeskanzler nicht mehr weiter weiß, dann kommt wieder das zu tragen, was diese Gesellschaft ja eigentlich auch am Laufen hält. Und das ist die Familie als kleinste Einheit in dem Staat. Ich kann mich erinnern an ein Interview von uns beiden zu einem Zeitpunkt, als wir mal 30 Frauenmorde hatten. Das muss schon 3 Jahre oder sowas her sein. Damals haben Sie in einem Fellner Live-Interview, und das ist ja dann österreichweit vielfach zitiert auch worden, mit der Aussage geschockt, Sie wollen eine Ausgangssperre für alle Flüchtlinge und Asylanten ab 20 Uhr, wenn ich mich richtig erinnere. War das so in etwa? Fasse ich das richtig zusammen? Sie haben ein unglaublich gutes Erinnerungsvermögen. Ja? Stimmt, das war damals diese Diskussion. Ich sage mal, das Ganze hat an Brisanz ja nichts verloren. Damals waren naja, aber es hat ja dann ein Riesenecho gegeben. Einige haben jetzt gesagt, die spinnt. Genau. Ja? Gab ja dann ein Riesenecho. Wo es ja geheißen hat, die ist ja wahnsinnig geworden. Die verlangt sozusagen Hausarrest für Flüchtlinge ab 20 Uhr, glaube ich, war das. Riesenaufregung damals, quer durch alle Gazetten. Sie sind aber dann ja dabei geblieben und haben das eine Zeit lang relativ vehement vertreten. Nutzt hat es nichts, weil kommen ist es ja nicht. Und jetzt haben wir 9 Frauenmorde, müssen aber sagen, diese ja bei Weitem nicht mehr alle von Immigranten oder Flüchtlingen, sondern diesmal sind es ja überwiegend Österreicher, die Täter waren. Wie beurteilen Sie denn das? Ja, damals war das natürlich auch auf einem Höhepunkt, auch, glaube ich, kurz nach dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle. Übrigen, diese Forderung ist dann auch aufgenommen worden. Also ich habe natürlich mit dem zuerst einmal aufgeregt. Das ist meistens so, wenn Freiheitliche was sagen. Aber kurze Zeit später hat man diese Idee tatsächlich im politischen Diskurs aufgenommen, dass man sagt, naja, ich glaube, es war 22 Uhr, es war, glaube ich, gar nicht 20 Uhr, dass man sagt, naja, warum geht das zum Beispiel beim Bundesheer in den Kasernen, warum geht es in Flüchtlingsunterkünften nicht und was haben die eigentlich um 22 Uhr noch auf den Straßen Salzburg zu suchen? Also es war damals die Diskussion, die Situation jetzt, da gebe ich Ihnen völlig recht, also das waren ja hauptsächlich Beziehungstaten bzw. Taten aus Eifersucht, ist natürlich auch ein Problem, hat vielleicht eine andere Wurzel an dem Ganzen. Dieser Sicherheitsgefühl. Da reden wir zuerst einmal über die Flüchtlingssituation. Sind Sie nach wie vor der Meinung, dass Flüchtlinge eine Ausgangssperre von 20 Uhr haben sollten? Sehe nach wie vor so, weil, wie gesagt, ich stelle mir die Frage, was Flüchtlinge um diese Uhrzeit, also Asylwerber, sage ich jetzt einmal, bei denen auch noch nicht einmal klar ist, ob sie einen Aufenthaltstitel bekommen oder nicht, was die um diese Uhrzeit draußen, sage ich jetzt einmal, noch tun sollen, beziehungsweise da geht es ja auch um einen Sicherheitsaspekt, also das hat ja an Relevanz nichts verloren und zu dieser Aussage stehe ich ja nach wie vor. Und Sie sind allen Ernstes, wirklich allen Ernstes der Meinung, dass diese Frauenmorde ein Immigranten- und Flüchtlingsproblem sind? Na, die jetzige Situation ist ja ein bisschen andere, das habe ich eh schon gesagt. Also, ja. Da geht es ja auch um andere Täter, das muss man natürlich ganz klar differenzieren. Wenngleich man halt auch nicht wegdiskutieren darf, dass es in diesem Milieu, im Milieu der Migranten halt öfters zu Gewalttaten auch kommt, weil dort herrscht halt auch ein anderes Frauenbild vor. Das hat aber nichts damit zu tun, dass es bei diesen Taten jetzt auch um Österreicher geht, natürlich, die das verübt haben. Aber ich denke, da muss man, wie schon vorher gesagt, ein bisschen nicht nur an die Symptombekämpfung gehen, sondern die Wurzel des Ganzen packen. Und das ist halt oftmals auch, dass man den Männern vermittelt, dass man sich nicht definiert über die Stellung zum anderen Geschlecht, sondern dass man Frauen mit Wertschätzung und Respekt zu behandeln hat. Und da ist leider Gottes auch viel falsch gelaufen in den letzten Jahren, weil man Männern halt auch oft einmal eingeredet haben, sie sind weniger wert als Frauen. Denkt man nur an Quotendiskussion, denkt man nur an die positive Diskriminierung von Männern. Also
Ich sage einmal, das ist ein riesengroßes Thema, wo wir uns auch darüber unterhalten müssen, was der Feminismus in den letzten Jahrzehnten falsch gemacht hat und auch Männern Sie an sind aber nicht allen Ernstes jetzt der Meinung, dass der Feminismus an den Frauenmorden schuld ist, Nein, oder? Ich würde das natürlich auch niemals verteidigen, diese Frauenmorde, also ganz im Gegenteil. Aber man muss aber ehrlicherweise auch... Aber das ist schon eine kecke Ansage zu sagen, der Feminismus ist da an schuld. Nein, man muss ehrlicherweise auch alle Seiten beleuchten und auch alle Entwicklungen, gesamtgesellschaftliche Entwicklungen. Es ist nicht damit getan, dass man sagt, das Patriarchat ist jetzt schuld, dass der seine Frau aus Eifersucht oder aus einer Beziehungstat heraus ermordet hat. Das ist auch ein bisschen zu wenig von der Antwort her. Aber leider Gottes leben wir heute in einem so aufgehitzten Klima auch, was das Verhältnis zwischen Mann und Frau angeht, dass man über diese Dinge nicht mehr offen diskutieren darf. Aber ist es nicht so, dass Sie als Sicherheitspartei, als die Sie ja die FPÖ gerne sehen, eigentlich sagen müssten, unsere Frauen sind, wenn sie in solchen Schwierigkeiten drinnen sind und sich zum Beispiel trennen wollen von Männern und die dann gewalttätig werden, die sind ungeschützt und ja, eigentlich fast freiwillig, wie wir jetzt an dieser Krankenschwester in diesem Bierwirt-Fall gesehen haben. Die Frage ist, wie schützt man diese Frauen? Also ich glaube, man muss auf alle Fälle natürlich das Angebot erweitern und so niederschwellig wie möglich machen, dass diese Frauen sich auch den Schritt trauen, aus diesen Beziehungen herauszukommen. Ich denke aber, dass es dieses Angebot in Österreich auch sehr breit gefächert gibt. Wir haben in Salzburg vor kurzem aber beispielsweise die Diskussion gehabt, die wir immer noch haben, dass die autonomen Frauenhäuser zum Beispiel zerschlagen werden. Also das ist ein ganz großes Thema bei uns. Ich sage mal, das Angebot muss niederschwellig sein und man muss diese Frauen auch ermutigen, den Schritt aus der Beziehung herauszumachen. Wenngleich, sage ich jetzt einmal, die andere Seite halt auch nicht unbeleuchtet bleiben darf, warum jemand zu so einer Tat, sage ich jetzt einmal, schreitet und was da alles schiefgelaufen ist, in dem seinem Kopf und in dem seiner Entwicklung. Aber letztendlich brauchen doch unsere Frauen deutlich mehr Schutz, als sie derzeit haben, oder? Würde ich mir doch gerade von einer Partei wie der Ihren erwarten, dass man da auf die Barrikaden steigt. Und nicht irgendwie über Feminismus jammern. Da bin ich absolut bei Ihnen. Auf die Barrikaden steigen wir bei all diesen Dingen ja natürlich auch. Aber wie gesagt, ich muss einmal zuerst identifizieren, woran liegt es, dass so etwas passiert. Und dann muss ich eine Lösung dafür finden, wie schütze ich Frauen, wenn sie in einer aufrechten Beziehung mit einem Mann sind. Ich kann mich ja nicht ins Wohnzimmer setzen und beobachten, was die zwei tun. Also ich glaube, da kommt es natürlich darauf an, dass ich das Angebot lege, dass ich diese Frauen auch ermutige, dass ich ihnen auch sage, es kommt immer darauf an, aber ihnen sage, du bist nicht schuld daran, wenn so etwas passiert oder wenn dich dein Mann so behandelt, wie er dich behandelt. Darum geht's. Aber ja, mir wäre es auch lieber, wenn man das sofort erkennt, wenn solche Dinge passieren. Aber ins Wohnzimmer kann ich mich halt schlecht bei solchen Dingen setzen. Darf ich noch ein bisschen abschließend fragen zur Personaldiskussion in Ihrer Partei, wo Sie ja als Salzburger Vorsitzende immer, würde ich sagen, eine Frau des Ausgleichs sind. Nicht? Wir wissen, die Oberösterreicher sind auf der Seite des Hofer. Andere Bundesländer sind auf der Seite des Kickl. Sie waren eigentlich immer auf der Seite des Strache, der Sie ja auch in die Politik gebracht hat, ne? Wenn ich das richtig verfolgt habe. Tut Ihnen das leid, dass das gescheitert ist und der Strache jetzt nicht mehr in der FPÖ ist? Oder sagen Sie, es ist eine gerechte Strafe für sein Fehlverhalten? Also leid tut mir natürlich, dass dieses Projekt damals auch der Regierungsbeteiligung gescheitert ist und dass die Partei dann auch eine Entwicklung genommen hat, die natürlich nicht erfreulich war. Was mir nicht leid tut, ist der Beschluss, den Heinz-Christian Strache auch aus der Partei auszuschließen und mit diesem Kapitel das Ganze zu beenden. Also Comeback würde auch die Salzburger Landesgruppe nicht befürworten. Also das kann man zu 100% ausschließen. Ja, ist spannend, weil Sie ja doch als Strache-freundlicher eher gelten, ne? Nein, natürlich, wenn man als junger Mensch in die Politik kommt und der Bundesparteivorsitzende einen unterstützt. Aber Sie sagen, Comeback kommt nicht in Frage. Nein, absolut nicht. Aber ich sage mal, deswegen kann man ja trotzdem auch wertschätzen, was jemand für einen getan hat, als man noch gemeinsam in der Politik Seite an Seite gegangen ist. Und wenn Sie jetzt diese zwei unterschiedlichen Personalities sehen, die da an der FPÖ-Spitze sind, den Hofer, der also eher die Koalition mit der ÖVP will, dem man vorwirft, der verhandelt sogar fliegend, der also einen eher freundlichen Kurs will, auch einen in der Corona-Frage nicht so pointierten, der für Maske ist und sagt, er lässt sie impfen. Und auf der anderen Seite ihren Hardliner Kickl, der also sagt, Masken kommen nicht in Frage, impfen lässt er sie auch nicht. Und bevor er in eine Koalition mit der ÖVP geht, legt er dort 5 Handgranaten in den Ballhausplatz. Ja? Zu welcher dieser beiden Richtungen tendieren Sie denn? Also ich glaube,
beide Geschichten sind ein bisschen eine mehr. Also, dass der Norbert Hofer mit der ÖVP hinter den Kulissen verhandelt, ist genauso erfunden wie... Ihr eigener Club behauptet und eine Resolution dagegen verfasst. Was der Club beschlossen hat, ist, dass es keinen fliegenden Wechsel zur ÖVP gibt, wo es ja Gerüchte rundherum gegeben hat, selbst von der ÖVP geschürt, dass man mit den Grünen ja nicht mehr lange möchte. Dem hat man gleich immer einen Riegel vorgeschoben, aber das hat mit dieser Geschichte... Sie wollen nicht in der Regierung mit der ÖVP. Also ich glaube, dass mit dieser Kurz-ÖVP keine Regierung mehr zu machen ist. Und das haben ja nicht nur wir erkannt, das haben die Sozialdemokraten genauso erkannt. Da muss sich schon personell vorher etwas ändern, auch mit all diesen Dingen, die da jetzt bekannt geworden sind und noch bekannt werden, dass man noch einmal darüber redet, mit der ÖVP zu verhandeln. Also Sie würden sagen, nicht nur kein fliegender Wechsel, sondern Sie sagen, auch nach einer Neuwahl wäre eine Koalition mit einer Kurz-ÖVP für Sie nicht denkbar. Das würden Sie nicht wollen. Also ich bin mir nicht einmal mehr sicher, ob der Sebastian Kurz zur nächsten Wahl, wenn es denn irgendwann eine geben wird, als Spitzenkandidat der ÖVP antreten. Das lassen Sie mal seine Sache sein. Aber angenommen, er gewinnt. Aber ich glaube, mit den aktuell handelnden Personen ist kein Staat zu machen. Aber auf der anderen Seite... Also eine Koalition FPÖ mit einer Kurz-ÖVP würden Sie nicht mehr befürworten. Also ich hätte da wirklich meine Probleme und würde das auch kundtun, wenn es zu einer allfälligen Abstimmung in diese Richtung geht. Nach einer Wahl auch. So ist es, nach einer Wahl. Aber was Sie gesagt haben, Herbert Kickl, das ist ja auch eine Mehr, dass der niemals wieder irgendwie in eine Koalition möchte. Also das stimmt ja auch nicht. Das ist ja auch wieder von der anderen Seite geschürt. Ich glaube, was uns alle eint, ist, dass wir natürlich Verantwortung übernehmen wollen. Der Norbert Hofer genauso wie der Herbert Kickl, genauso wie auch ich. Das muss der Anspruch sein, wenn man politisch tätig ist. Also wir werden ja nicht bis ans Lebensende Oppositionspolitiker sein wollen. Das ist wichtig. Das hat seinen wichtigen Platz in einer Demokratie. Aber im Endeffekt muss man immer den Anspruch stellen, auch Verantwortung zu übernehmen. Und das ist uns allen gemein und allen gleich. Aber nicht mit Kurz. Naja, nicht mit diesen aktuell handelnden Personen. Ich glaube, dass das nicht mehr funktionieren wird, weil man hat gesehen, wie es gegangen ist in der letzten Koalition. Ich glaube, daraus haben wir gelernt. Man hat versucht, auch die FPÖ wieder einmal zu spalten. Das ist nicht gelungen. Jetzt versucht man es halt über solche Geschichten, die da dort oder da herumgeistern. Da geistert ja noch ganz anderes herum, auch was die ÖVP betrifft. Ich glaube, das darf man alles nicht so für bare Münze nehmen. Gut. Danke, Marlene Schwarzig. Danke fürs Einreisen aus Salzburg. Dankeschön. Hab natürlich auch noch ein Mitbringsel mit aus Salzburg. Oh ja. Weil bei Ihnen wird ja auch sehr viel mit Herz, Hirn und Bauch gearbeitet. Und ich habe ein bisschen was für den Bauch und fürs Herz dabei. Eine mega blaue Mozartkugel in Blau gehalten. Also danke vielmals. Das ist Marlene Schwarzig, Landesobfrau der FPÖ in Salzburg. Und immer für einige Sager gut, heute schon wieder, der Feminismus ist schuld an den Frauenmorden. Das wird wieder morgen in diversen... Geht davon aus, Sie werden was draus machen. In diversen Medien stehen. Danke fürs Kommen. Danke. Kurze Werbepause und dann geht's spannend weiter bei Fellner Live.